Hey everyone, we finally got the weekend, so let's go and get some Ghosties. Moin zusammen, wir haben jetzt endlich Wochenende, also rein zu den Geistern. Wir spielen auf dem 9,2-fach. Okay, Küken, bist du bereit? Drei, Ja. zwei, eins, run! Wake us by default an. Oh shit, der ist hier vorne. Schmeiß einen Kruzi da rein. Der ist hier vorne. Warum gucke ich nach Verstecken? Wir haben keine Verstecke. Okay, der ist irgendwo hier, vielleicht im Wohnzimmer. Hier vorne, das Kruzi hat er angeknabbert. Trotz Laternen, also ich würde mal sagen, kein Onryo. Event? Ach Mist, ich war nicht schnell genug mit der Kamera. Ich glaube, der ist hier im Wohnzimmer, wie es scheint. Oh, machst du das Foto? Ich bewege mich nicht. Ich glaube, der ist links von mir. Ich glaube, du oh. kannst reinlaufen. Hast du ihn? Hier ist aber kein Phantom. Ja. Aber leider ein Foto verschossen. Wie ist ein Foto verschossen? Der Foto ist weg. Hä? Wieso ist denn da ein Foto vom Sofa? Hä? Komisch. Ich pack mal das andere Kruzi hier so hin. Zum Glück haben wir die T3-Kruzis. Was denkst du, wo er ist? Denkst du, er ist hier im Flur? Die Temperatur wird sich nicht. Oder ist der eher im Wohnzimmer? Der hat das Event hier im Flur gemacht gerade, ne? Leg mal oben überall noch Salz hin. Wir haben ja noch drei Kruzi-Aufladungen. Das ist einfach nur, damit wir hier oben einigermaßen davon kommen können. Komisch, dass er jetzt aber nicht huntet. Komisch, dass er jetzt nicht mehr versucht zu hunten irgendwie. Na, ich hab's zu laut gesagt. Kiki, sei vorsichtig, der Geist ist direkt hier vorne. Küken, es ist ein Mimik. Wir haben einen Orb im Wohnzimmer. Es ist ein Mimik. Dann mach schnell die Salzfotos. Ich verteile hier Salz im Wohnzimmer und kannst du die ja fotografieren. Kiki, du kannst ja auch kurz nach dem Knochen suchen. Notfall, Ghost Highway ist oben in Richtung des letzten Schlafzimmers. Ich baue das mal auf. Ihn jetzt auch smudgen eigentlich, um was Zeit zu gewinnen. Ich smudge ihn. Ich habe ihn gerade gesmudged, dass wir ein bisschen Zeit haben. Sehr lustig, deine ist auf 2%. Ja, ach was, wir spielen ja auch mit 0% Start Sanity. Guck mal, Küken, das hier ist das, was ich meinte. Hier so. Hier kannst du dich so hinter verstecken. Ach ja, trag schon mal Mimik ein, damit wir es nicht vergessen. Das, was ich hier oben aufbaue, ist nur für einen Notfall, ne? Falls eine Hand durchgeht. Ich mache hier noch einen Smooch hin, nur zur Sicherheit. Müssen wir den eigentlich abwehren? Okay, huntet nicht. Oh, wir haben schon alle Aufgaben, alle Fotos, ja. Und, hast du den Knochi gefunden? Verstecke sind doch aus, wir spielen mit dem 9,2-fach. Mein Gott, ich höre hier immer irgendwelche Geräusche. Also Küken, wir haben noch Smudgies und Kruzis übrig. Kannst dir ruhig Zeit lassen. Ich werde nochmal hier oben alles absuchen. Seid aber vorsichtig, wenn ihr da unten in der Nähe vom Geist seid. Ja. Ich hab den Knochen. Nee, ich hab da nicht den Knochen. Ja, die Orbis, die habe ich schon vorhin gesehen. Deshalb habe ich ja gesagt, es ist ein Mimik.
Haben wir Glück gehabt, dass das ein Mimic ist übrigens. So, schauen wir mal. Sanity ist eh auf null, dann können wir auch gleich so suchen. Hier könnte man sich vielleicht auch verstecken. Wo ist der denn? Ich glaube, im Keller habe ich noch nicht nach dem Knochen geguckt, ne? Am Anfang. Mal schauen. Haben wir hier irgendwo so einen kleinen Zahnstocher rumliegen? Vielleicht ist das irgendwo ein kleiner Zahnstocher wieder. Kiki, hast du irgendwo einen Knochen gesehen? Ich smudge ihn nochmal. Der hat gerade nochmal versucht zu handeln. Aber ich habe keinen Smudge mehr. Nicht gut. Oh oh. Ah, da ist einer. Okay, wo ist dieser Knochen? Wir brauchen nur noch den Knochen, dann haben wir alles. Das ist immer das gleiche Lied, ne? Immer mit dem Knochen. Okay, hier unten weiß ich, wo ich mich immerhin verstecken kann. Und zwar hier. Falls ihr keine Verstecke hier haben solltet, oder ihr nicht wisst, wo welche sind, hier hat man relativ gute Karten. Hast du den Knochen gefunden? Ja, das ist ja das Ding. Ich hab den Knochen gefunden. Hm? Okay, Mimic. Tarnen wir schon mal ein. So, it's a Mimic. Ich geh schon mal raus. Okay, so now we're gonna leave. Okay, wir haben es ohne einen einzigen Hand geschafft. Das ist ja lustig, ey. So kann man es auch machen. Without a single hand, we survived that. Kiki, hast du den Mimic eingetragen? See, there's the Orbi. AF Kiki. Ja, jetzt machen wir das Theater wieder. Mann. Kann man den Orb eigentlich hier auch durchs Fenster sehen? Na, sehr schwierig. Kiki! Boah, Mama. Ach, Kiki mal wieder. Wo ist der Orb eigentlich? Ja, guck mal da, der flattert da in der Mitte rum. Vorhin war der doch noch beim Sofa so am Flattern. Musst du mal warten, bis der wieder in den dunklen Bereich schwirrt. Dann sieht man den. Ich sehe ihn. Gerade am Türrahmen. Also an diesem Rahmen. Ja, der fliegt ja immer da irgendwo rum. Der bewegt sich ja immer durch den ganzen Raum, weil früher war das ja so, dass die zum Teil buggy waren und durch die Wand durchgeglitscht sind oder über dem Dach am Floaten waren und sowas. Mhm. Ja, Kiki, hast du den Orb drin? Den Mimic. Also hast du Mimic eingetragen, dann Abfahrt. Haben wir ja Glück gehabt mit der ersten Runde. Stell dir vor, es wären 15-fach jetzt. Obwohl, da wären wir so langsam gewesen, wir hätten wahrscheinlich diesen ganzen Ghost Highway gar nicht bauen können. Wir haben alles aufgebaut, aber es gab nie eine Hand. Das war nur für den Notfall gedacht. Ja, das ist eben so ein eher grindy Difficulty, den man benutzen kann, aber ich benutze ihn eben nicht oft. Es ist aber manchmal auch mal lustig mit diesem. Ihr seht, das war kein Perfect Game und der bringt so viel wie wir doch wenigstens der 8,55 im Perfect Game. Ja, hat doch schon mal gut geklappt. Jetzt müssen wir dasselbe auf Inglewood. Kriegen wir einen Löffel? Ja, wir kriegen einen Löffel, aber wir kriegen, glaube ich, kein neues Item. Also auf Willow hatten wir den auf jeden Fall schon mal gemacht, diesen 9,2-fach. Aber können wir ja da nochmal machen, da gibt es ja viele Looping-Spots. So, das sind die Stats. Okay, jetzt geht es entweder nach Witchview, Bleasdale oder Willow.
Which we hat gewonnen. Da haben wir eben bei dem 9,2-fach immer den Kühltrank. Und wir haben den Tisch als Looping Spot. Relativ gut. Ja, which we ist doch okay. Ja, Kiki, denk dran, das ist der 9,20-fach. Das heißt, der Geist handelt sofort und wir haben keine Verstecke. Das ist der Schwierigkeitsgrad. 3, 2, 1 rein. Ja, war ja klar, dass Kiki draußen bleibt. Gin! Boah! Das war die Gin-Beschleunigung. Okay, wir wissen, welcher Geist es ist. Easy peasy. Gin. Außer es ist ein Mimik. Ich glaube, die kam von oben rechts, ne? Müssen wir mal gleich gucken. Ich glaube, oben rechts. Schnell gucken. Oben rechts irgendwo ist die hergekommen. Bring schnell Kruzi. Ich bringe Kamera hoch. Kiki ist ein Djinn. Also, ich denke mal, es ist ein Djinn. Außer wir sehen jetzt gleich irgendwo einen Orb. Hier, die Tür ging gerade. Ich weiß es nicht. Ich schmeiße es hier einfach mal in den Flur in die Mitte. Sie kam auf jeden Fall aus der Ecke. Oh, sorry, Leute. Feuerwehr-Großeinsatz hier, glaube ich. Wieder mal, weil manche Leute zu blöd sind zum Fahren. Sorry, aber... Ach, mir tun die Rettungskräfte manchmal leid, was die alles machen müssen für die Doofheit anderer. So, Kiki, ich habe eine Kamera in den vermeintlichen Geisterraum getan. Kannst du ja mal nach Orbis schauen. Ich stelle noch eine weitere oben in den Flur rein. Oh, wo ist denn jetzt? Deshalb habe ich die jetzt mitgenommen. Kruzi wurde einmal benutzt. Wir haben das an der richtigen Stelle platziert. Die hat gerade die Gin-Beschleunigung hingelegt, aber sowas von. So. Lass mir die mal hier. Dann verteilen wir schon mal Salz überall. Ich glaube, sie hat da gerade ein Licht angemacht, da oben. So, dann das, dann das. Okay, dann tu die Kamera in die Nähe von Salz hin. Können wir ja mit dem Salz nachher dann versuchen, wenn sie geslowt wird, wenn wir alle Fotos voll haben. So, haben wir hier noch einen Smudge, nur zum Notfall. Ich bring mal eine Laterne damit hoch. Hier, die könnte sie ja vielleicht gleich ausmachen. Das andere Kruzi bringe ich zur Sicherheit auch mal hoch. Dann hat man nämlich direkt alles da. Und Kiki, irgendwelche Orbs gesichtet? Okay, dann ist das wahrscheinlich ein echter Djinn, wie es aussieht. So, tun wir es noch hier hin. Ich überlege gerade, was brauchen wir noch? Das hier einmal, damit wir da was sehen. Laternchen. Oh, Handlaufküken! Komm her, schnell, Salz ist hier. Das arme Küken. Dafür mache ich überall das Salz hin, ne? Damit man dem Geist entkommen kann. Ja, sie ist ins Salz gesteppt. Ja, Salz slowt sie. Ist auf jeden Fall kein Wavy. Man hört das. Es ist auf jeden Fall ein Gin. Ach, schade. Ich hätte mal auf Gin nochmal getestet. Wo hat die denn jetzt angefangen zu handeln? Da oben liegen doch zwei Kruzis. Achso, hast du gesmatcht? Ja, dann haben wir ja jetzt was Zeit. Ja. Dann kannst du ja das Salz hier alles fotografieren. Und dann haben wir die Fotos ja fast voll und können nachher das Foto versuchen. Ja, das ist eine gute Idee,
Hier liegt eine Kamera bei der Laterne, falls du eine brauchst. Hier sind ja auch Laternen, da kannst du ja auch Fotos machen. So, okay. Ich wollte ihm noch eine Taschenlampe da oben, damit er ein bisschen was sieht, wenn es nochmal heiß hergeht. So, okay, ich habe dir eine Taschenlampe da gelassen, dass du was siehst. Kruzi! Ich lasse hier unten einen Ersatzsalz. Nee, hier ist eine. Küken, hier. Hier habe ich gerade eine hingeworfen. Oben liegt auch noch eine da bei der Laterne. So, ich habe einen zweiten Smudge. Das heißt, hier ist jetzt Salz. Wir können den also einmal direkt hier nach hinten so rüberlocken. Ach ja, Kiki muss ja auch was sehen können. Wo ist Kiki? Oh, ich wollte gerade noch eine Kamera holen für Kiki. Toll. Böse! Küken, komm hier hinten hin, dann kannst du mehr Fotos machen. Weil das Salz lohnt sie. Ich hoffe, das hat geklappt. Oh, wir brauchen noch das Parabol. Shit, wir brauchen noch Parabol. Schnell, nimm eins. Ich nehme eins. Du nimmst eins. Doppelte Chance. Komm schon, Geist. Gib uns Parabol. Da, wir haben es. Flitz. Kiki, wir haben alles. Wir kommen raus. Boah, ey. Ich bin lass uns nochmal zur Sicherheit kurz nach Orbs schauen. Okay, so I think this is actually a gin and we have to look for Orbis. Okay. Steht auch nur Darwin C. Ja. Ach so, also, die eine ist im Flur, die andere ist im Geisterraum. Im vermeintlichen Geisterraum. Weil sie ja da immer versucht hat zu handeln aus der Ecke. Wow, es könnte ein perfect game werden. Wow. Lustig. Okay, ja, aber lass uns einfach mit Gin fahren. Das war nicht ja immer beschleunigt. Ja, ich denke mal, es ist ein Gin, ne? Mann. Kiki, hast du Gin? Welcher Geist habt ihr gesagt? Gin. Gin. Gin, Moment, ich mach den Gin drin. Ding, ding. Ist drin, drin, drin. Dann Abfahrt. Eine kleine Disco mit Rauschen. Die Rauschdisco. Das klingt irgendwie so falsch. Rauschdisco. Und es war ein Gin. Wir haben Perfect Game im 9,2-fach. So schnell kann das gehen und so gut kann das laufen. Ja, haben wir so ein Glück gehabt, dass das ein Gin war, dass man den sofort erkannt hat an dem Zoom-Effekt. Boah, jetzt kann man richtig viel abkassieren. Doch, also jetzt bin ich schon Level 3. Ja, du kannst ruhig, sobald du kannst, prestigen. Ich werde erst bei dem Challenge-Mode prestigen und Kiki kann ja noch eine Woche hinauszögern, damit wir Zeit haben, wieder zumindest irgendwas auf 50 zu kommen. Dann können wir ja diesen Schwierigkeitsgrad ein bisschen dann spielen, damit wir wieder schneller an die T2-Items zumindest rankommen, weißt du? Ja. Und dann kann Kiki ja in einer Woche prestigen. So. Klingt zumindest nach einem Plan, oder? Das heißt, jetzt fehlt noch Bulldoze-Feeds, obwohl wir die schon mal hat die Fähigkeit gar nicht benutzt. Oder? Okay. Okay, ja, dann lasse ich schon mal laden, mal gucken, was wir diesmal kriegen. Hoffentlich einen, wieder so einen guten Geist wie den Djinn oder sowas. Meinetwegen auch ein Wraith, was natürlich aber auch gefährlich sein kann. Dies war aber kein Geisterfoto. Schade. Ja, wir haben Ghost Event und EMF. Ich habe 7 von 15 Geisterfotos für die Weekly. In der Küche hinter der Theke da oder
vor dem Auto in der Garage, muss man dem aber auch immer so ausweichen natürlich. Und im Keller da dieser Schrank, wo ich doch mal den Mare Turnaround gemacht habe, da geht das eventuell auch, aber muss dann auch weglaufen vor dem. Haben alles, oder? Ja, es ist nicht mehr viel. Okay. Ja, dann versuchen wir es mal. Kiki, wir versuchen mal reinzugehen. 3, 2, 1, go! Okay, dann warten wir mal, wo er herkommt. Ghost? Oh, der hat das hier benutzt. Schnell hol eine Kamera, es sind zwei Fotos. Ich hab schon. Hast du? Okay. Okay, ich bringe Salz. Ich tue den Raum am besten absichern. Ich guck kurz nach den Knochen. Okay. Kiki, ich schmeiß da eine Kamera in den Geisterraum. Du kannst ja mal nach Orbis schauen. Oh, der Geist hat ein Licht angemacht. Kein mehr, ha? Huh? Oder war ich das? Ich weiß es nicht genau. Ich wollte gerade verstellen. Es ist kein mehr. Er hat schon von Anfang an das Licht angemacht. Hat er das vorhin auch schon angemacht? Ja, ja. Okay, dann können wir den Meer schon mal rauswerfen. Komm, lauf, 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 lauf. Bist du ein Onryo? Hä? Bist du ein Onryo? Hä? Wo läufst du hin? Also ist auf jeden Fall auch kein Wraith. Kiki, sei vorsichtig, ne? Der könnte jeden Moment handeln. Ich versuche schon mal die Garage als Versteck vorzubereiten. Könnte ein Onryo sein. Das mit den Laternen gerade war sehr verdächtig. Der hat die vorher ausgepustet und dann das Kruzi angeknabbert. Wir könnten Onryo haben. Airborne, kein Oni. Und ich weiß immer noch nicht, wo der Knochen ist. Naja, ich meine, der Geist gibt uns ja genug Zeit zu suchen. Ist immer so eine Katastrophe. Wir haben noch zwei Kruzi-Aufladungen. Oh shit, ist glaube ich doch kein Onryo. Mist. Ich hätte ihn sonst in Schach halten können für eine Zeit. Also Onryo ist raus, Oni ist raus, Wraith ist raus, Mare ist raus. Onryo, Wraith, Mare. Oh ne, alle raus. Ich versuche hier oben gerade. Hey, der Knochen ist wirklich nirgends. Ach komm, den können wir ja hier anpacken. So. Wir haben gleich keine Kruzis mehr. Ja, der nächste Hand wird durchgehen. Komm schon. Ich hab jetzt schon überall zweimal nachgeguckt.
Oh, einen zweiten Smudge. Okay, ich habe einen zweiten Smudge. Oh mein Gott, komm schon her. Lorenz, guck dir das an. Oh mein Gott, so ein Zahnstocher, das gibt's doch nicht. Der sieht aus wie ein Tripod-Fuß. Ey, wir wollen uns doch von Kackeiern. Aber echt so ein Zahnstocher, ey. Und danach waren bei den Items, die wir da überall hinlegen. Ja, echt, ey, nicht normal. Ich muss einen Soundsensor mal da hinlegen. Ich wusste es. Okay, kein Wraith definitiv. Vielleicht Polti? Ist auch kein Oni. Die laufen immer in den Keller, ne? Ein Kruzifuge als ein Stern und zwei Zähne, ich weiß nicht wieso. Shade müsste ich gleich auch mal testen. Kiki, ich habe einen Soundsensor dahingestellt, ne? Bei der Tür. Kannst ja mal auf die Tür achten. EMF wäre auch sinnvoll, da zu haben. EMF. Oh, da! Geist, Foto! Okay. Oh, pass auf, der huntet jetzt gleich von da bestimmt. Ob er hier rüber kommt. Das war ich, ne? Vielleicht ist es ja wieder ein Djinn. Hier ist keine Kamera, ne? Wäre gut, wenn wir hier eine Kamera hätten, damit man die Items fliegen sehen kann. Sing-Sang! Der ist hier in der Garage, hinter der Tür. Ich hau ab. Ich bin abgehauen. Da fängt hier vorne irgendwo an. Nee, der hat jetzt nicht extrem geworfen. Ich glaube nicht, dass das ein Polti ist. Okay. Wir können nachher mal einen Line-of-Sight-Test in der Garage machen. Also beim nächsten Hunt. Haben wir eine Kamera? Also eine Videokamera hier? Ja, leider nicht. Ich würde gerne noch eine in die Garage packen, dass die Kiki hier wegen Polti gucken kann. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Polti haben. Ich schalte mal weiter drauf. Kiki, hast du irgendwie Orbis oder so gesehen? Ja. Mensch, musst du auf mir anfangen zu handen? Ah ne, es war ein Event. Wehe, du bist am Ende doch ein Onryo, aber dann. Habe ich überhaupt zwei? Ja, ich habe zwei Smoochies. Okay, kein Djinn. Das heißt, wir müssten gar nicht auf Djinn testen. Phantom ist eigentlich auch raus. Warum ist die hier aus? Ja, so kein Phantom. Ich glaube nicht, dass das ein Meiling ist. Wir müssen mal gucken, ob er Line of Sight Beschleunigungen hat. Ich hätte gerne hier eine Videokamera in der Garage, aber es wird wohl nichts. Ghost? Ghost? Ghost, komm hier! Hey! Hey! Ach, der ist hinten im Schlafzimmer, das gibt's doch nicht. Ghost! Ghost! Hallo? Ich höre aber die Schritte, ist kein Meiling. Ghost! Hallo? Over here! This way! Ghosty! Ghosty! Hallo? Normale Geschwindigkeit. This way! This way! Ghosty! This way! Ich wollte auf Yokai testen, aber ich habe gar kein Rauschen bekommen. Vielleicht auch ein Meiling, ich weiß
Das ist schwierig jetzt. Ich würde auch mal gerne einen Timer machen, aber der kommt ja nicht hier zu mir, ne? Also kein Morol, kein Raichu, kein Dio, kein Revy, Hanto glaube ich auch nicht, kein Meiling. Spirit müssen wir noch testen. Ghost? Jetzt hat er mich gesehen. Ist er schneller geworden? Ja, ich war die ganze Zeit geduckt, ne? Ich hab jetzt aber auch nicht gesmatcht. Kiki, schau du mal auf den Kameras. Ich stell eine mal in die Garage. Das mit den Türen macht mich jetzt gerade bescheuert, ey. Also, vielleicht kein Yokai? Ghost! Ghost! No, kein Yokai. Gesmatcht bei 39, genau. Ja, aber der hat mich auch nur ganz kurz gesehen. Ich glaube, der hatte nicht genug Zeit zum Beschleunigen. Ja, okay. Es ist auch kein Moro. Ich habe gezählt, wie der ihn gesmatcht hat. 40, 30 und... Ja, beruhig dich. Okay. 41, 42, oder? Ja. Hast du schon eine Idee? Ich habe gerade einen Spirit-Timer jetzt gemacht. Ich glaube nicht Yokai, weil Yokai, der hat mich hier gefunden. Ich stand nämlich hier in der Ecke und der kam auch hier explizit rüber, als ich da drauf gedrückt habe. Wir können hier mal kurz auf Banshee testen, ob der hier rüberkommt. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Banshee haben, weil der kam nie zu uns rüber. Aber Poltiwürfe oder so hast du jetzt auch keine gesehen, oder? Er hat zwar viel geworfen, aber nicht polterartig. Ja, dann können wir den Polti auch raustun. Twins ist, glaube ich, auch raus, oder? Weil der hat nicht dieses leicht langsamere oder schnellere, raus. Ne? Kiki, haben wir Orbs in dem Badezimmer da hinten? Hast du eigentlich schon einen Spirit-Timer? Hand, ja, auch. Spirit ist raus. Das heißt, wir müssen ihn gleich angucken. Obacke. Okay, Glücken. Das heißt, wir müssen nachher auf Obacke testen. Ich versuche den dann in der Küche um den, um die Zeile, solange es geht, rumzulupen. Und du kannst durch die Wohnzimmertür gucken, ob du einen Shapeshift siehst. Weil hier mit dem Auto ist ein bisschen schwieriger, weil wenn man hier auf der Höhe ist, sieht man das nicht so. Also ich habe jetzt einen Smudge, einen Ersatz-Smudge liegt da noch. Und du hast ja auch noch einen Smudge, ne? Falls er doch zu dir ins Wohnzimmer hier läuft, ne? Das war lustig für einen Geist. Ich stelle mich mal in seinen Raum und guck mal, ob er nicht huntet. Ich hab Schiss. Stimmt, wir könnten auch noch einen Schiss. Ja, ja, okay, aber wir können auch einen Schiss. Ach so, du machst ja noch. Hans Gerd. Ja, okay. Hans Gerd.
Ja, aber ich glaube, der wirft gerade im Flur fleißig rum. Weil dann kann er hier nicht anfangen zu hunten. Sag mal, ist das vielleicht doch ein Onryo, der eben außerhalb der Kerze gespawnt ist oder sowas? Das kann ja auch sein, ne? Aber hier waren so viele an, der musste ja wirklich sehr weit weggegangen sein. Ja, das will die Laterne ausmachen und gucken. Oder? Mein Feuer hat er auch gerade ganz gierig ausgepustet. Okay, er ist, glaube ich, gerade rausgegangen zu dir. Wir müssen den Sensor beobachten und gucken, ob er rein oder raus geht. Jetzt ist er gerade zu mir reingekommen. Warte mal, der macht auch gar nichts mehr, ne? Oh, er hat Licht angemacht und das Feuer ausgepustet. Ha, vielleicht doch irgendwas Shade-on-Rio-artiges. Oh, ist er gerade raus? Ich sag's dir, ich hab's wieder ausgemacht. Das ist schon ein bisschen sehr fertig. Er ist hier drin. Ja, lass ihn dann mal die jetzt auspusten. Dann sehen wir ja, ob es eher Shade oder on-Rio ist. Ah, Shade-Test ist sehr gefährlich. Und glaubt ihr jetzt, ich muss schon wieder pinkeln? Ja, ich glaube, wir haben vielleicht einen Shade oder on-Rio. Okay, er hat gerade die Laterne ausgepustet. Definitiv kein Yokai. Und definitiv Line. Und definitiv Line auf Zeitbeschleunigung. Der hier ist definitiv raus. Ja, ich habe ihn gerade gesmudged, das müssten wir aber gleich nochmal testen. Wir testen es jetzt erstmal nur mit den Laternen, ohne dass wir da stehen. Mal gucken, ob er dann wieder huntet. Ich bringe mal ganz viele. Okay, wo hast du sie hingestellt? Eine ist da drin, eine tue ich hier hin, weil der hier draußen auch mal rumläuft. Kiki, wir haben sehr wahrscheinlich einen Onryo, weil der hat ja auf mir gehuntet, als ich in seinem Raum war. Also ist das kein Shade. Nee, eher Onryo. Well, die Map verschwindet. Die Map despawnt. Küken! Tut die Map bei dir auch so despawnen? Ich sehe eine Mischung aus Skybox und Landschaft hier. Weird. Ich sehe da nichts. Das Outside ist bei mir so komisch. Okay, gib dem mal Feuer hier. Ja, ich habe was für dich. Hier, guck mal. Da, guck mal. Für dich extra. Oh mein Gott, wir machen hier einen kleinen Onryo-Albtraum. Guys, this is the ultimate nightmare for an Onryo right here. Na, was ist jetzt? Immer noch so aggressiv am Handen? Ja, Brecki ist aus, ja? Na? Na? Vielleicht doch ein Onryo. Vielleicht hat er einfach nur irgendwo an der Ecke versucht zu spawnen, wo vorhin die Kerze an war. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, das gefällt dir nicht, ne? Jetzt kannst du nicht mehr handeln, Freund, ha? Ja, da kannst du in den Schrank gucken. Der Schrank kann dir auch nicht helfen. Nur wir können dir helfen, wenn du ganz nett fragst. Na, 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 na. So, drei Sterne Geisterflut, das ist ja unmöglich. Hattest du es nicht schon vorhin gemacht, das Foto? Ja, für die Weekly, da braucht man noch so 15 davon. Ja, ich muss auch mal versuchen, noch ein paar zu kriegen. Ich habe 7 von 15. Also die Hälfte erst. Da müsste man vielleicht ein paar Summoning Cycle oder Music Box unten machen. Sollen wir mit Onryo fahren? Ja, vielleicht wollen wir nochmal ein letztes Mal alle Kerzen ausblasen. Ja, können wir ja machen. Ja, okay, dann fahren wir. Kiki, Onryo!
Jetzt fragt, sie gleich wieder, welcher Geist ist es denn? 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 Oreo. Onrio. Nein, Oreo. Ja, der Keksgeist. Du mit deinen Keksen immer. Die Spiritboxen drehen total durch. Das klingt wie eine Mischung aus Autobahn und Dusche. Und wenn ihr mit den Leuten telefoniert, wo ihr dann denkt, die sitzen gerade hinter der Dusche oder auf der Autobahn oder an der Autobahn. Ach, kein Perfect Game. Ach, ist ja nicht schlimm. Ja, ich glaube, irgendein Foto ging daneben, glaube ich. Aber wir brauchen eh kein Geld im Moment. Ist eh nicht so schlimm. Wir leveln eh zu schnell. 94, ey. Ja, wir leveln viel zu schnell, ey. Weil werden wir keine Laternen mehr haben, wenn wir weiter so machen. Ja, ich sag ja, du kannst als erstes Prestige und ich mache am Sonntag den Prestige und ja. Und kicke dann erst nächste Woche Prestige. So, das hier sind die Stats. Ich kann es auch immer noch. Was das zeitlich noch hinkommt. Also du kennst es ja als übliche, ne? Hier vorne an der Theke verstecken oder im hinten an dem Klavier da, am Piano. Okay. Aber, kann ich auch vorher mein Parabol? Ja, rein da. Das war krass. Ja, klar, wir sind ja auch reinmarschiert. Aber nicht hier in der Gegend. So, dann gucken wir mal, wo der rumdackelt. Ich werde mal ein paar Sensoren verteilen. Hörst du ihn? Ja, müsstest du vielleicht mal im Keller nachher schauen. Also hier oben ist er dann wohl nicht, oder? Naja, das ist am Eingang von der Kapelle auch nicht. Haben wir andere geklappt. Der huntet immer noch. Ich kann mal Soundsensoren hier eventuell verteilen. Der Hand ist vorbei. Links habe ich nichts gehört. Ich mache den der Break. Okay, Jin wäre schon mal raus. Wir müssen mal im Keller gucken, ob er da vielleicht irgendwo ist. War es schon wieder aus, oder was? Ja, ja, ich hab ihn recht angemacht. Na komm, heb's auf. Kamera dein, als wichtiges Item. EMF. Falls wir einen Wraith haben oder einen Phantom. Der wird schon bald wieder handeln. Den Shade können wir erst rausfinden, wenn wir bei dem im Raum sind. So, dann gucken wir mal, ob wir noch einen Sensor hier haben. Ja. Ist ein Event, die Tür ist noch offen. Waker Room? Wie ist das denn jetzt? Ja. Wenn nicht, wir werden das Küken ab. Ja, das Küken hat gerade ein Event abbekommen. Aber ich habe nichts von der gehört. Vielleicht ist er einfach nur zu mir. Ich hoffe, vielleicht hätte mich gestalkt. Na warte, brauchen wir Sensoren für und ein EMF und so. Guck mal, den Sensor da kannst du ja auch nehmen und da in die Tür tun.
Hier! Er ist hier! Er ist hier! Ist vielleicht ein Phantom oder ein Banshee! Küken schnell! Ich hab das kurz hier da vorne. Wir brauchen Parabol und EMFs. Und Salz. Ein EMF habe ich leider schon nach unten getan, weil ich dachte, er ist vielleicht unten. Küken, fotografiert das kurz hier da auch, wenn es geht. Ja, aber schon. Der huntet. Der ist aber jetzt ganz woanders, glaube ich. Könnten auch Twins sein. Hörst du ihn denn nicht mehr? Okay, ich verteile jetzt hier überall Salz. Ich mache jetzt hier eine Salzlandschaft hin. Okay, wir machen auf jeden Fall kurz dies hier überall hin. Ja, es ist echt komisch, wenn er gerade bei uns so nah war und jetzt wieder so weit weg ist angeblich. Das ist sehr verdächtig. Er huntet immer noch. Ich meine, klar huntet der noch, die Lichter sind noch an, ne? Okay, Hand ist zu Ende. Also Küken, du sagtest, irgendwo hier von der Seite kam der, ne? Das habe ich nicht gesagt. Der hat nur das Event von rechts gemacht, weil er mich gestalkt hat. Ich habe da jetzt Salz verteilt. Das heißt, wir müssen hinhören, ob der da irgendwo durchlatscht. Habe ich noch einen Sensor unten? Okay, ich baue hier mal zwei Bases auf. Eine hier bei dem Dingens und einmal eine da in der Mitte, wo wir das Kruzi haben, das erste. Ach, Mist, ich wollte gerade eine Kamera holen. Kiki, siehst du irgendwelche Sensoren, die ausgelöst werden? Ja, aber nicht, wenn wir durchlaufen, ne? Wo kommt der her? Ich wollte ja eben eine Kamera holen, aber das geht ja leider nicht. Mensch, warum sind beide EMFs jetzt hier? Eins soll noch davon bleiben. So. Okay, so. Das war komisch, dass der vorhin dabei uns war. Wir hocken uns jetzt gleich, wenn wir alles aufgebaut haben, eh hier an die... Oh, der huntet wieder. Wir hocken uns dann eh an die EMFs und gucken, ob die EMFs ausgelöst werden. Wegen, Waves. Ja, wir haben leider zu wenig Sensoren. Ich würde ja gerne noch irgendwo, ich würde ja am liebsten hier 30 Sensoren verteilen. Das wäre cool. Dann könnten wir ihn auf jeden Fall finden. Ich weiß nicht, welche Farbe der hier hat auf diesem Board. Der Geist hat ja gar keine Farbe. Das wäre viel zu OP, wenn man den da sehen könnte. Ich habe gerade einen Sensor platziert.
Okay, wir tun jetzt hier überall eine Kamera hin. Was sollen wir eigentlich wegen dem Knochen machen? Sollen wir da einfach mal ausschwärmen? Ich meine, hier oben ist er ja, glaube ich, nirgendwo. Das heißt, wir können ja mal hier oben in den Flügeln erstmal suchen. Dann suche ich mal einen Courtyard ab. Ich weiß ja, wo ich mich zur Not verstecken kann. So. Ach, meine Allergie, nicht diesen. Sorry. Ja, der gefährlichste Bereich ist eigentlich der Female Wing, weil da hast du gar kein richtiges Versteck drin. Kiki, sag uns Bescheid, wenn der aufhört zu handeln, ne? Ich habe da auch zwei Kameras an den Courtyard gestellt, damit du da auch den Geist sehen könntest, wenn er da rumrennt. Wie gesagt, der Restricted Wing ist der gefährlichste. Also Küken, rechne aber damit, dass er auf dir mal anfängt zu handeln. Du hast einen Smudge zur Not dabei, ne? Solltest du lieber haben, weil der vorhin ja einmal auf uns versucht hat zu handeln. Ja, ich suche mal hier im Courtyard zu Ende. Ich bin jetzt gerade bei der Küche, also fast zur Hälfte durch. Fast zur Hälfte. Ich hab den Knochen, brauchst nicht weitersuchen. Ich heb ihn sofort auf. Der war da ganz hinten bei der Küche irgendwo. Ja, gut, dann hätten wir den auch schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch unseren kleinen Ghosty Pants, wenn der sich mal zu uns bequemen würde. Das ist bestimmt ein Phantom. Oder ein Wraith, der einfach nur faul ist. Wo ist der? Der kann ja eigentlich nur unten sein. Ich höre hier gar nichts. Ich habe unten auch schon mal mit einem Parabol gehört, aber da habe ich auch nichts gehört. Ich gucke auf die Kamera. Vielleicht sehe ich ihn ja auch jetzt. Ich höre hier was. Female Wing. Ich höre ihn im Female Wing laufen. Oh, er kommt. Female, okay. Female Wing, da höre ich was, ja. Sie kommt. Ghost? 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 Komm her! Phantom! Phantom! Sie war sehr lange unsichtbar. Wir können hier auf sie warten. Kiki, ich stell dir die Kamera in den Flügel da rein. Auf jeden Fall Phantom. Dann lassen wir sie zu uns kommen. Küken, hier ist ein Salz, was du fotografieren kannst. Das an der Tür vom Female Wing, das da ist, die einmal reingelaufen. Wir können einfach warten, bis sie nochmal zu uns kommt. Ja, die hat ja vorhin auch einmal auf uns versucht zu handeln. Wir wussten dadurch, dass wir einen Stalker haben, aber wir wussten nicht, welchen der drei. Jetzt wissen wir es. Weil sie so lange unsichtbar war. Er ist auf jeden Fall ein Phantom. Oh, sie huntet. Vorsicht, Küken. Denk dran, last known location. Es kann sein, dass sie wieder hier rüberläuft, ne? Kiki, kannst du sie auf der Kamera sehen? Vielleicht ist sie auch von unten gekommen, vom Restricted Wing. Okay, sie kommt auf jeden Fall von der Ecke. Deshalb hat sie vorhin da auch das Event gegeben. Ich überlege gerade. Die ist bestimmt im Cursed Ring. Es kann auch sein, dass die da unten ist. Dann hat sie uns wahrscheinlich durch diesen Flügel da gestalkt.
Ich lasse das letzte Salz mal hier. Das tun wir dann nach Bedarf benutzen. Wir müssen warten, bis sie nochmal zu uns kommt. Ich könnte eine Kamera da unten hinpacken in den Female Wing, in den Restricted. Wenn sie mich kurz an die Kamera dran lässt. Okay. Cool, sie hat mich an die Kamera dran gelassen. Okay, ich tue dann in den Restricted Wing eine Kamera packen und Kiki, du kannst ja dann gucken, wo du sie dann siehst. Muss nur aufpassen, wenn sie auf uns anfängt zu handeln. Dann haben wir ein Problem, weil es ist ein Phantom, der stalkt einen eben, ne? Daran kann man die am besten erkennen. So, das ist der Restricted. Kiki, ich habe am Anfang vom Restricted eine Videokamera hingestellt. Kannst ja mal gucken, ob du sie da vielleicht siehst. Ich überlege gerade, ich könnte da auch irgendwo Sensoren vielleicht hinmachen. Küken, überleg mal, wo wir taktisch noch einen Sensor hinmachen können. Wäre es vielleicht sinnvoll, am Ausgang vom Restricted Wing eher einen hinzumachen? Oder wo sollen wir noch einen hintun? Moment mal, das war ich nicht, oder? War ich das? Kiki, guck, wo sie herkommt. Ich gehe mal runter und gucke mal. Küken, du kannst ja oben beim Female Wing stehen und hören. Ich höre hier nichts. Oh shit, ich habe nur einen Smutsch dabei. Ich muss so aufpassen. Ich versuche, über die hinteren Boxen zu hören. Deshalb stelle ich mich immer mit dem Brötchen dahin. Ich höre aber nichts. Ich höre gar nichts. Ich muss wahrscheinlich lauter sein. Hörst du was bei dir? Ich höre bei mir nichts. Hier unten sind Türen offen. Ich glaube, die ist hier unten irgendwo. Kiki, ich habe die Kamera in die Mitte gestellt. Ich hoffe, ich komme hier lebend raus. Lass mich raus. Vielleicht siehst du sie so eher. Ich habe da ein paar offene Türen gesehen. Es kann aber auch sein, dass sie die geöffnet hat, als sie da vorbeigelaufen ist. Okay. Also im Restricted Wing sind ein paar Türen offen. Überleg gerade, wir könnten. Aber da muss man so viel Zeugs mitschleppen. Wir könnten Salz darunter nehmen. Wir haben nur zwei Fotos, ne? Ich habe einen Sensor gehört. Sie kommt! Sie kommt zu uns. Sie hat versucht, zu uns zu kommen. Sie wurde vom Salz zurückgedrängt. Aber sie kam vom Female Wing diesmal. Nicht von hier, vom Keller. Sie huntet. Ich höre sie. Wir laufen in die Kapelle. Küken, falls du mich hörst, wir laufen in die Kapelle, falls die hier um die Ecke kommt. Sie läuft nach unten. Ich glaube eher dann, dass sie oben ist. Also im Female Wing? Female Wing kann sich nirgendwo verstecken, ist die Scheiße. Okay, falls sie herkommt, rennen wir in die Kapelle.
sie ist fertig. Kiki, ja. Konntest du sie vom Female Wing kommen sehen? Du musst mal die Kamera nehmen, die im Female Wing ist. Okay, Küken, wenn du willst, kannst du die ganzen Salzfotos versorgen. Wo ist das schon? Ich glaube nicht. Du hast hinten angefangen, oder? Ja, okay. Okay, soll ich noch mal neues Salz hier einfach drüber tun, über die hier? Ist die gerade hergekommen? Oh, shit. Was war das hier? Hier, macht die Kerze. Die Tür, ich glaube, die hier. Ja, die hier. Mach einen richtigen Winkel, bitte. Ja, hat geklappt. Okay, noch zwei Bilder. Komm schon, Geist, benutze das Kruzi. Irgendwas, komm. Ich hoffe, die hat uns nicht gesehen. Die sind das Salz gelatscht, was ich da gerade hingetan habe. Wo habe ich das Salz jetzt nochmal hingetan? Ich glaube auf den Türdingens da, bei der Tür. Hatte ich das Salz hier schon? Nein, das nicht. Das habe ich eben wohl hingetan. Ich glaube, die kommt. Ja, kommt hoch. Wo ist das eine? Das ist eben die Gefahr vom Phantom, ne? Okay, sie ist fertig. Irgendeins habe ich gerade frisch gestreut. Oh, die Laterne hier. Oh, das hat das Salz gezählt. Nicht fotografieren, das Salz. Ich wollte die Laterne fotografieren, aber es hat das Salz gezählt. Was ist das? Der Brecki? Den könnte man auch fotografieren, wenn du schnell genug bist. Der Brecki ist ja nicht weit weg. Ja, okay, wir hätten sofort loslaufen müssen. Jetzt ist nur 20 Sekunden. Ich habe noch ein Salz hier. Warte, hatten wir hier eins? Streue es und dann locken wir den. Wo soll ich es hinstreuen, damit du weißt, welches es ist? Nee, einfach so hier. Hier bei der Kamera, einfach hier drüber, ne? Okay. Hier, ich habe es da drüber gemacht jetzt. Yeah. Ich mache noch eins hier an die Tür, weil sie ist vorhin da runtergerannt. Und eins an hier hin. Ah, ne, ist alle, okay. Und dann lege ich das Ding hier rein. Irgendwo haben wir bestimmt noch ein leeres, oder? Ich lege einfach die andere Kamera da in das andere Salz. Die zwei kann man noch fotografieren, wo das Düppen drin ist und das Salz. Sie hantet. Wir haben eigentlich gar nicht den Geisterraum gefunden, aber das ist das Schöne an einem Phantom, ne? Das ist ja cool, dass wir hier meinen Apokalypse-Geist haben. Das ist echt witzig. Ja, mein Haar. Ja, die Phantoms, die sind immer gut hier bei diesen Schwierigkeitsgraden. Mhm. Wer weiß, wo die jetzt am rumlaufen ist. Kann auch sein, dass die unten im Restricted gerade rumläuft. Ich höre noch mal kurz im Female. Nix. Ich dachte, ich habe gerade einen Sensor gehört. Ja, wir können auch kurz was Geduld haben und einfach warten, bis er nochmal zu uns kommt. Das geht ja auch. Ich hab nichts dagegen. Ist doch auch mal gemütlich dafür, dass man null Sanity hat. Und wir wissen noch nicht mal, wo der Geisterraum ist. Das ist noch der Witz dabei. Deshalb mag ich die Stalkers ja so gerne, weißt du? Weil du brauchst nicht mal den Geisterraum. Du brauchst nur eine kleine Base, wie wir das jetzt hier haben. Ja, wie viel Salz ist der hier reingetreten? Zwei oder nur einmal? Also wie oft hast du jetzt Salz gestreut? Die habe ich schon alle fotografiert. Da waren vorher zwei, die sind aber beide schon fotografiert. Weil ich wollte vorhin die Laterne fotografieren und dann hat er aber den zweiten Layer Salz genommen. Okay. Das heißt zwei, drei, vier,
Ein Burnt Kruzi haben wir ja schon. Okay, nee, jetzt wurde schon fotografiert, das ja, also hier, das sind jetzt insgesamt drei mit dem, der noch nicht fotografiert ist. Und hier, das ist ja nur ein Layer, hier das. Ach, Madame ist mal wieder zu fein, um zu uns zu kommen. Vorhin hing die ganze Zeit hier rum und jetzt denkt sie, kein Bock drauf. Kiki, siehst du die irgendwo? Ja, ja, im Apokalypse, da sind die ganz chillig und kommen zu einem. Ist die irgendwo restricted oder ist die immer female? Wo ist die? Ich geh mal runter und guck selber. Ich dachte, ich habe gerade was gehört, aber ich bin nicht sicher. Grüß dich! Okay. Ich hab nur einen Whisper bekommen, ey. Ja, okay, der Hans ist vorbei. Ah, schade. Wir wissen nur, dass die irgendwo auf der rechten Seite ist. Wir wissen aber nicht genau, ob oben oder unten. Warte, ich gucke. Ja, sie huntet wieder. Ich geh nochmal runter. Die ist wahrscheinlich irgendwo ganz hinten am Gang, weil die 30 Meter reichen nicht bis ganz zum Ende hin. Ja, ich hab noch so keins zu sehen hier, aber bis jetzt. Merkwürdig. Also ich höre hier unten nichts. Ich habe jetzt aber auch kein Parabol hier unten. Nee, ich höre hier nichts. Boah, kannst du gar nicht reingucken. Nee, hier ist nichts zu hören. Das ist hier gar nichts, das kann ich erkennen. Ich habe unten leider auch nichts gehört hier. Ich frage mich, wo die immer herkommt. Ja, ich glaube, die kommt irgendwo von der rechten Seite, nur wir wissen nicht wo. Nein, da kannst du nicht sehen, wo die herkommt. Oh, der Sensor, ich habe gerade einen Sensor hier gehört. Welcher Sensor war das? Ist die hier? Ja. Welcher Sensor, vom Keller oder der hier vorne? Hä, aber warum läuft sie nicht durch Salz? Oh, die Laterne und oder der Lichthalter. Okay, wir haben alles raus. Ja. Ich hoffe, ich habe sie erwischt. Pustet da fleißig weiter. So. Ach, der Geduld hat, gewinnt. Nee, die ist uns gerade hier zum Eingang hingelaufen. Yay! Und mal wieder mit einem Phantom! Immer die Phantoms! Ja, die Phantoms und die Wraith und die Banshee, die sind hier genial. Ich hatte mal bei dem, diese eine Challenge-Mode da, ne? Der so ist wie der Apocalypse, nur eben mit schnellem Gehen, da? Da kannst du. Die ist doch da! Hast du gesehen? Die ist da gerade in Richtung Female Wing zurückgegangen. Das ist ein schönes Foto immer von deinen Schulen, ne? Hab ich gesehen. Das Küken oder was? Nee, das waren deine Schuhe. Ja, toll. Ja, ich sehe meinen eigenen Charakter nicht, deshalb würde ich das auf den Fotos nicht sehen. Ich sehe nur hier eine Nahaufnahme vom Boden als Interaction. Ja, toll, ich sehe deine Schuhe da so schön mit deinen schönen Füßen drauf. Lustig. Ja, toll. Okay, habt ihr Phantom drin? Ja. Okay, dann abwarten. Also wie ihr seht, Phantom kann sehr easy zu erkennen sein daran, daher, dass die einem stalken. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Die können euch durch Etagen stalken und die können auch auf euch versuchen zu handeln, wie sie es bei uns einmal gemacht hat. Der Verdacht ging auch eher Richtung Phantom oder Wraith, weil sie nicht dauernd bei uns war. Und deshalb hatten wir das Problem, Phantom und Wraith können über Etagen hinweg einen stalken oder teleportieren.
Ja, das ist Challenge Mode geht fast. Wenn wir jetzt noch so ein paar Dailies oder Weeklies dabei erledigt hätten, dann auf jeden Fall wäre das noch mehr. Boah, wenn ich das rattern lasse, dann dauert das noch Stunden, ey. Ja, wir schalten ja eh nichts Neues mehr frei, ne? Ja, okay, da wollten wir jetzt zum Abschluss noch schnell Cool. eine 15-fache Runde machen. Okay, ja, willst du den in Sunny Meadows machen? Können wir Wir den mal auf können Frenchville einen probieren? in Sunny Meadows machen, können ja danach noch einen irgendwie in Tanglewood oder Edgefield oder Witchview machen oder so. Ja, ich habe ja gestern gesagt, ich muss ja schon um 7 ausmachen. Ach, glaub mir, die können sehr schnell vorbei sein, diese Challenge, Ja, diese okay, ja, lass es fünfzehnfach einfach. Sachen. Lass es einfach Okay. Witchfield nehmen. Wir Dann haben können wir auch den eine zweiten kleine Kühlschrank. Mini-Kleinigkeit ändern und ich glaube, ich werde das Wetter einmal auf Nebel stellen, wenn das geht. Und ich würde den Activity-Monitor anmachen. Genau, und dann bleibt er aber trotzdem noch bei 15. Geht das? Ja, weil das ist so soft gecapped, ne? Du kannst nur maximal 15-fach Ja, als höchsten okay, ich verstehe Multiplier es. haben. Und jetzt zum Beispiel das Wetter zu ändern, macht nur einen Unterschied von 0,1 oder 0,01 oder so. Und das gleiche gilt auch für die Monitore, 0,1, glaube ich. Und es ist minimal über dem 15-fach eigentlich, dieser Apocalypse. Und deshalb kannst du so kleine Sachen nur ändern. Und glaub mir, wenn du diesen Heavy Rain aushast, das hilft sehr viel weiter. Ja. Okay, dann rein Okay. da. So, jetzt Apocalypse in Witchview. Mal gucken, wie das läuft. Es wird auf jeden Fall erstmal. Wir haben zu viele Items übrigens mitgenommen. Wir brauchen gar nicht so viele Items. Wir haben viel zu viel mitgenommen. Zum Beispiel die ganzen Taschenlampen, die funktionieren nicht. Und die Sanity brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Oh Gott. Qu'est-ce que c'est? Ich sehe da irgendwas in der Küche liegen. Ich glaube, da liegt der Knochen oder bin ich bescheuert? Muss man da mit dieser Kamera, die ich da ans Fenster gestellt habe, mal da durchgucken, durch das Fenster an der Küche. Das stellt sie danach wieder so dahin einfach. Ich glaube, da liegt ein Knochen, vielleicht ein Ball? Ja, da ist ein Knochen. Habe ich mich doch nicht verguckt, ne? Wie cool 3, sie. 3, 2, 1, Hilfe! Rennen! Kiki, wir haben den Ball! Wo ist das Salz? Normale Geschwindigkeit. 150. Mein Gott, haben wir ein Glück, wir haben einen Revenant. Wir haben einen Revenant. Sehr wahrscheinlich, weil. Oder es ist ein Mimic, der einen auf Fey macht. Wir Das haben ist doch sehr sehr langsam. wahrscheinlich einen Revenant oder einen Mimic, der einen auf maximal gealterten Fey gemacht hat. Schaffst du es, das Salz zu Manchmal. verteilen? Geh mal den weiten Weg zurück. Herrlichen Nebel. Ja, Kiki, in einer halben Stunde kannst du auf den Kameras schauen. Wirft da oben aber ordentlich, ey. Also schwach sind hier nur 14 auf 13 Grad. Toll, Kiki tut schon aus Langeweile die Temperatur im Truck messen, ey. Shit, wir brauchen noch das Parabol, ey. Wie sollen wir das denn machen? Ich versuche hochzugehen. Scheiße, ich habe gar keine Schwimmbrille dabei. Ich habe meine Schwimmbrille vergessen. Scheiße, die kann mir auch keiner bringen. Ja, sehr Hand! gut. Ja,
weiß ich nicht. Ihre Hand, glaube ich. Die wird noch langsamer durchs Salz. Grüße, der Mann mit dem Flüssig. Aber es ist schon wieder so schnell, ist ein Webby. Was meint ihr, wie der Geist abgeht, wenn der uns hier sieht? Boah, wir müssen die uns einmal sehen, das nicht. Das wird übelst sein, wenn das ein Revenant ist auf der Geschwindigkeit, ey. Die ist, glaube ich, oben nur in das eine Salz getreten. Ich lasse hier Ersatzsalz an der Laterne. Hast du ein Kurz hier oben? Dann bringe ich mal noch eine Kamera hoch. Ja, das war ein bisschen knapp. Ein bisschen riskant. Weißt du in ungefähr, welcher Raum es ist? Kurz hier wurde benutzt. Schnell, kannst du ein Foto machen? Na, ich werde langsam dafür. Hier ist es. Kannst du ein Foto machen zumindest. Kiki, ich lass dir eine Kamera oben stehen hier im Flur. Nochmal benutzt. Wir machen ein neues Kruzi. Ja, warte, ich versuche das hier aus der Küche zu holen, so schnell es geht. Ja, wir haben aber nur 20 Sekunden. Ich kann leider keine zwei Sachen nehmen, weil ich muss den Smooch halten. Hier ist das Kurzi. Hast eine Kamera hier oben gelassen, falls sie es benutzt? Ah, nein, leider nicht. Ja, das liegt jetzt da. Ich habe es da einfach irgendwo hingelegt. Fuck, ich bin tot! Habt ihr das gehört? Sie hat mich gesehen! Hilfe! Puh, habt ihr das gehört? Hast du noch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die ist direkt neben mir gespawnt. Sie hat mich gesehen. Frag mich nicht, wie ich das überlebt habe. Die hat mega Speed gegeben. Ey, hast du das gehört? Alter. Die hat mich voll gesehen. Ey, die hat voll Speed gegeben. Ja, ich musste sie smatschen, sonst wäre ich jetzt erst recht tot. Hast du das Salz hier am Fuß der Treppe schon fotografiert? Nein. Nein? Ja, warte, dann fotografiere ich es jetzt hier kurz, weil ich will da ein neues Salz da drüber legen. Wenn ich eine Kamera mal finden würde hier. Okay, ich habe eine gefunden. Ich mache das Salz hier unten dann. Mann, ich will die ganze Zeit meine Schwimmbrille aktivieren. So. Okay, das Thermo kannst du nachher auch wieder fotografieren, also das Salz, wo das Thermo ist. Ich muss die nachher mich einmal sehen lassen, ey. Ich will das nochmal hören mit dem Megaspeed. Außerdem können wir die hier durch das ganze Salz ziehen. Ich hab einen Fußball bekommen. Ja. Okay, wir brauchen auch nur noch 4 Fotos. Das heißt, wir müssen die nur durch das Salz hier unten einmal durchlocken. Dürfte es eigentlich sein, weil wir haben ja auch den Knochen und die ganzen Nebenaufgaben. Oh, sie hat das Kruzi gerade benutzt. Das hat da oben gerade durch den Boden geleuchtet. Ja, für ein Foto bestimmt. Ich lasse den Smudge mal draußen. Oh, ist sie duscht? Da ist es. Ja, da. Schnell raus hier. Den Rest erwarten wir einfach, bis sie durch Salz läuft. Das müsste eigentlich dann reichen. Sie hat das Kruzi gerade wieder benutzt. Das können wir aber auch nachher erst fotografieren. Das ist egal. Ich sehe durch die Kamera am Fenster. Lustig. Ja, Schneckenparty hier in der Küche.
Haben wir hier einen Soundsensor? Kiki, hör dir das gleich mal an, wenn die mich gleich hier sieht, ey. Das wird so abartig sein. 150% Revenant. Obwohl, die wird durch das Salz wahrscheinlich geslowt. Es geht los. So, was ist denn? Alter, die Animationen allein schon. Ich hoffe, die kommt nicht hier rüber. Alter. Boah, das ist so gruselig, ey. Das ist so gruselig mit dem Webby. Da, tob dich aus mit dem Salz. Mama mia. Kiki, hast du das gehört, wie die Gas gegeben hat? Oh mein Gott, ein 150% Wavy, das ist einfach genial, ey. Haben wir jetzt das wirklich First Try geschafft? Ja, First Round Perfect Game mit Apocalypse. Na, das hört sich ja sehr einfach an. Boah, Alter. Wir haben aber auch so ein Glück gehabt, dass das jetzt ein Wavy war, ne? Das hätte jetzt auch voll die mega Scheiße sein können, wie, keine Ahnung, Goryeo und Jin, Spirit, New Way oder sowas. Drin? Yo, Abfahrt! Oh mein Gott! Ein Perfect Game! Perfect Game im 15-fach! Oh Gott! Oh Mann! Jetzt zieht euch das mal rein. Jetzt wird abkassiert. Lass es rattern! Lass es einfach rattern! 6000! Alter, das ist mehr als ein Challenge Mode. Ich glaube, ich krieg damit zwei Level. Jetzt kein Scherz, oder? Nee, knapp. Na, wir brauchen schon alleine 5k für ein Level da, also über 5k schon, ne? Deshalb ja. Wenn wir da 6k kriegen. 6300. Ja, ist ein schönes Sümmchen, ne? Oh, das ist verrückt, ey. Ich bin schon bei der 100. Boah, aber ohne Scheiß, ich habe mir da gerade eben so in die Hosen geschissen, als sie direkt hinter mir gehuntet hatte, als ich da oben war und was die für ein Gas gegeben hat. Das müsst ihr euch mal anhören, dann müsst ihr euch den Bot angucken. Ey, wie schnell die war, was das für ein Unterschied war. Und ich dachte, ich bin jetzt gleich tot, ich schaff das nicht. Mit 50%, boah, ey. Ich chill da so unten, da huntet er plötzlich. Da hörst du so ein Maschinengewehr, so. Und dann smashst du den so schnell. Das hat sich so bescheuert angehört, wie schnell der da war. Ja, ich hab mich so erschrocken und ich wusste, dass sie mich sieht, weil die ja so ein Maschinengewehrgeschwindigkeit hatte, ne? Jetzt hat er für uns Rotter, meine Güte. Ja, aber bei mir ist auch fertig. Also vielen Dank fürs Zusehen, schönes Wochenende, ciao. Have a nice weekend, everyone. Bye.